Hallöchen, willkommen zurück bei Erben der Erde. Wir befinden uns wieder in der Kerkerzelle, wo uns Prinz, der Anführer der Hunde, einsperren ließ, weil wir ihm doch tatsächlich die falschen Witze erzählt haben. Tja, dabei wollten wir ja nur nach Norden durchreisen. Ja, und hier müssen wir irgendwie wieder rauskommen. Naja, gut, vielleicht haben meine Kumpels hier irgendeine Idee. Ich vermisse mein Weideland. Ja. Okay. Und Ock? Ock hat es die Sprache verschlagen. Naja, okay. Ich glaube, ich brauche den Schlüssel. Ja, das wäre in der Tat nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Die ist definitiv leer. Ja, kann ich die mitnehmen? Ah, gut. Was ist... Was? Oh... Ein lockerer Steinblock. Mensch, ist ja einfacher, als ich dachte. Gut. Dieser Stein scheint locker zu sein. Wenn ich nur etwas hätte, womit ich ihn freigraben könnte. Freigraben? Ja, weiß nicht. Zieh ihn doch mal weg hier. Ja, kommt, Jungs. Ruck, hau, ruck. Das hat keinen Zweck. Der Stein ist nicht locker genug. Hä? Ach, so ein Ärger. Na, vielleicht kann ich da mit der Schale ein bisschen dran rumkratzen. Holzschale mit Steinblock. Es ist nichts Ungewöhnliches passiert. Nee, es hat nicht funktioniert. Die Steinbank? Auch nichts. Das ist ja blöd. Und wenn ich den Stein ein bisschen hin und her bewege? Also, nee, nimm geht nicht. Schließe, also dagegen drücken? Nee, auch nichts. Aber Ock ist aufgestanden. Das, heißt das irgendwas? Ich mag diesen Ort nicht. Ihr riecht es zu sehr nach Hunden, aber ich mag die Feuchtigkeit. Okay. Ja gut. Vielleicht nochmal? Nee. Nochmal nehmen? Hau ruck! Hau ruck! Das hat keinen Zweck. Der Stein ist nicht locker genug. Nee. Das funktioniert nicht. Tja. Und schauen wir mal, ich habe irgendwas übersehen. Ist denn hier an den Fugen irgendwas? Nee. Nee, scheint nichts zu sein. Hier irgendwas übersehen? Zellentür? Nee. Ist der Gang? Ja, da komme ich ja nicht raus. Dazwischen quetschen kann ich mich ja wohl nicht. Nee. Und wenn ich hier auf mich aufmerksam mache, ich könnte ja hier die Schale an den Gitterstäben dranhauen. Benutze Holzschale an Gitterstäbe. Hat mich jemand gerufen? Hey, hat geklappt. Ist alles in Ordnung? Ich mag meine Gefangenen. Sie sind alle meine Freunde. Bitte lasst mich euer Freund sein. Soll ich euch etwas bringen? Ja, ich weiß nicht. Entschuldige bitte, weißt du, was Prinz mit uns vorhat? Nein, tut mir leid, aber ich bin sicher, es ist etwas Lustiges. Prinz ist ein guter Herrscher. Guter Herrscher. Gut. Wie wäre es mit Waffen? Bring uns unsere Waffen. Waffen? Natürlich, ich kann euch Waffen bringen. Ihr wartet und ich bringe euch gute Waffen. Ja gut. Hey, wartet mal. Wollt ihr mich reinlegen? Nein. Nein.
Oh nein, das hat nicht geklappt. Wie wäre es mit Decken? Bring uns Decken. Das kann ich. Ich kann euch Decken bringen. Ihr wartet und ich bringe euch gute Decken. Es tut mir leid, wir haben keine Decken. Wir benutzen sie nicht mal. Bitte vergebt mir. Ach, so ein Ärger. Ja, was ist mit Essen? Wie wäre es mit etwas Essbarem? Bring uns Essen. Das kann ich. Ich kann euch Essen bringen. Ihr wartet und ich bringe euch gutes Essen. Hier ist es. Ha? Hier ist das Essen. Wird von uns erwartet, dass wir mit unseren Händen essen? Oh nein, nicht die Hände. Steckt einfach euer Gesicht ins Essen. Nein, das werde ich nicht tun. Ja. Einen Löffel? Da habe ich von gehört. Ich glaube, wir haben ein Museum. Ich hole ihn. Wartet. Hier, bitte. Ich glaube, das ist ein Löffel. Mögt ihr ihn? Ist es ein guter Löffel? Du liebst deine Arbeit, oder? Schön. Wir brauchen nichts weiter. Du kannst jetzt gehen. Was ist los? Mögt ihr mich nicht? Habe ich etwas falsch gemacht? Nein, nein, wir mögen dich. Du warst ein guter Wärter. Guter Wärter. Danke, danke. Wir sehen uns dann also später, ja? Guter Wärter, guter Wärter. Ach, herrlich. Ja, schön gemacht, auf jeden Fall. Ja, jetzt habe ich hier was zu futtern. Ist das Essen? Das ist Geschmackssache. Tja, okay. Aber den Löffel, da kann ich doch bestimmt hier den Stein ein bisschen freikratzen. Ja, benutze Löffel mit Steinblock. Komm, das muss doch funktionieren. Ich versuche es. Hey, es klappt. Ja. Der Mörtel löst sich. Perfekt. Okay, und jetzt nochmal. Ruck, hau Ruck. Das scheint nichts zu bewirken. So ein Ärger. Dann doch drücken? So ein Ärger. Glaubst du, hast genug Mörtel abgekratzt, damit der Stein rauskommt? Das werden wir sehr bald wissen, meine Freunde. Ja, los, dann nochmal. Ich versuche es. Hey, es klappt. Der Mörtel löst sich. Ja, dann los. Hau Ruck, hau Ruck. Das scheint nichts zu bewirken. Oh Mann. Das ist ein echt harter Brocken. Vielleicht doch nochmal gegendrücken? Nee. Ruck, komm. Lasst uns versuchen, diesen Stein wegzubewegen. Ja, bitte. Lasst uns versuchen, diesen Stein wegzubewegen. Ja, ist doch mein Reden. Ja? Den Stein können wir nur gemeinsam bewegen. Ja, dann los. Glaubst du, hast genug Mörtel abgekratzt, damit der Stein rauskommt? Das werden wir sehr bald wissen, meine Freunde. Vielleicht öffne? Öffne? Hau Ruck! Hau Ruck! Das scheint nichts zu bewirken. Gibt's doch gar nicht. Darf doch nicht wahr sein. Ja. Oder wollt ihr was essen? Nein. Ja, du? Das haben wir bereits. Das darf doch alles nicht wahr sein.
Benutze Eisenlöffel mit Zellentür vielleicht. Ich kann einfach nicht herausfinden, wie man das benutzt. Eisenlöffel mit Holzschale? Ich fühle mich seltsam gestärkt, aber bäh, was für ein Geschmack. Okay. Jetzt bin ich gestärkt. Klappt's jetzt vielleicht? Das wär's doch. Hau ruck! Das war's. Was? Oh, endlich! Kannst du dahinter etwas sehen? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Eieieiei. Na gut, dann schauen wir mal. Schau an. Tunnel? Sieht nach einem Gang aus. Wo er hinführt, kann ich nur raten. Zumindest führt er nach draußen. Auf geht's. Ja, dann los. Sieht nach einem Gang aus. Wo er hinführt, kann ich nur raten. Zumindest führt er nach draußen. Auf geht's. Das hatten wir doch schon. Benutze Tunnel. Der Tunnel ist zu eng für mich. Und wahrscheinlich auch zu eng für... Es scheint, dass ich der Einzige bin, der durch diese Öffnung passt. Nun gut. Jedoch mag ich es gar nicht, dich dort allein herauszulassen. Ich komme so schnell wie möglich zurück, um euch zu befreien. Bringt euch in der Zwischenzeit bitte nicht um. Oh, jetzt bin ich schätze, allein. Jetzt können wir nur noch warten. Endlich frei. Ach Mist, jetzt bin ich aber alleine. Ja, dann mal los. Oh-oh. Oh nein! Oh Mist, wo bin ich denn hier jetzt? Oh Mist, jetzt muss ich irgendwie hier raus. Oh nein. Oh. Deine Riesenechse. Naja, wenigstens kann ich wohl hier anscheinend nicht sterben. Das ist doch schon mal gut. Mal gucken, wo ich hier überhaupt hinkomme. Aha. Oh Gott, da ist wieder diese Echse. Na, nirgendwo hin. Oh nein, schon wieder. Wo bin ich jetzt? Geht's hier vielleicht lang? Nee. Aha. Ein Irrgarten. Ich liebe Irrgärten. Nicht. Tja. Da das Doofe ist, hier sieht wirklich ein Gang aus wie der andere. Wo geht's denn hier nach draußen, verflucht? Was ist das? Oh, Knochen. Oh. Nee, hier geht's nicht weiter. Nee, muss ich hier vorne über die Brücke.
Ach, nicht schon wieder dieses Biest. Wo bin ich jetzt? Ist das wieder diese... eine Holzbrücke. Aha. Okay. Verrottete Brücke. Okay. Das hier hinten sieht schon mal anders aus. Ach nee, es ist hier. Genau so ein Mauerwerk. Mensch, hier muss es doch irgendwo rausgehen. Ne, hier nicht. Hier ist doch eine Holzbrücke. Ist hier irgendwo raus? Das ist auf jeden Fall hier ein anderer Untergrund. Kein Stein mehr. Sieht aus wie Sand. Aber nur Mauern. Oh Mann. Oh. Ist das der Ausgang? Bitte lass das der Ausgang, bitte. Jau. Ah, hier komme ich wieder zum Schloss. Nee, zum Schloss will ich nicht. Ja. Drachenlabyrinth. Nee, da will ich auch nicht hin. Tja, dann gehe ich mal zum Pfad. Ah. Gut, jetzt bin ich allein hier im Norden. Tja. Soll ich jetzt alleine hier losziehen? Nein, ich gucke erstmal mich hier um. Was gibt's denn hier? Aha, ist das hier? Da komme ich nicht hin. Aber hier komme ich hin. Oh oh. Was ist das? Himmel, dieser Sturm hat sich ziemlich schnell zusammengebraut. Und es scheint sogar ein recht übler zu sein. Wenn die Sturmkugel in den Händen seiner rechtmäßigen Besitzer gewesen wäre, hätten wir den voraussagen können. Oh. Oh Mann. Und ein Baum. Oh. Ja, okay, gehe ich da einfach durch, ne? Okay. Ganz schön weites Land. Aber sonst ist hier nichts. Kann nicht sein. Waldlichtung. Aha. Mal schauen. Oh, ein Häschen. Hallo. Und sonst ist hier irgendwas? Wildnis und Wildnis. Tja. Geh ich mal hier weiter. Okay. Und sonst nichts, nein? Tja, na gut. Jetzt ein großer See. Aha. Na, hier geht's nicht weiter. Eine Brücke? Da ist noch eine Waldlichtung. Vielleicht ist da was. Nee, da komme ich nicht hin. Kann ich durch den Wald gehen? Na gut. Dann hier weiter. Hier ist noch eine Waldlichtung. Oh. Okay.
Kahn. Nein, hier ist nichts. Ach doch! Ich kann nur wieder raus. Nee, hier durch den Wald kann ich auch nicht. Ist hier was? Steinbruch. Aha. Oh oh. Die Minenarbeiter scheinen alle weg zu sein. Die Nachfrage nach bearbeitetem Stein muss in diesem Jahr nachgelassen haben. Ein Seil. Da ist nichts Besonderes dran. Ja, ein Seil in Adventure-Spielen. Das brauchen wir bestimmt. Jawohl. Ein Seil. Wundervoll. Gut, Steinblock. Ein geschnittener Steinblock. Und gute Arbeit noch dazu. Was liegt hier? Feuerstein. Aha. Ein Stück Feuerstein. Das klingt auch sehr praktisch. Jo. Mitgenommen. Na, geh ich mal rein. Wow. Ich frage mich, was das für eine Mine ist. Sie ist nicht für den Bergbau ausgerüstet. Diese Stalaktiten sehen wie Juwelen aus. Das muss eine Art Kristallmine sein. Kristallmine? Wow, die sehen ja klasse aus. Ich wette, dass die Juweliere ihre Kristalle von hier beziehen. Blauer Kristall. Wie wundervoll. Ich wette, dass die Juweliere ihre Kristalle von hier beziehen. Unheimliche grüne Kristalle. Violette Kristalle? Ich wette, dass die Juweliere ihre Kristalle von hier beziehen. Hier sagt da nichts so. Was für ein schöner Felskristall. Der muss etwas wert sein, wenn ich ihn nur abbrechen könnte. Abbrechend? Vielleicht kann ich mit dem Löffel da ein bisschen was von abschaben oder so. Das scheint nicht zu funktionieren. Nee. Oder mit dem Seil? Drumbinden und dran ziehen? Ich weiß nicht, wie man das benutzt. Nee. Ja, schön auf jeden Fall. Wunderschön. Tja. Hier geht's auch nicht weiter? Nein. Da gehe ich erstmal raus. Mal weiter hier die Wildnis erforschen. So, okay. Also, hier war der Steinbruch. Dann gucke ich mal hier weiter. Kann ich hier unten lang? Nein. Hier war die Lichtung. Eine Brücke. Komme ich hier oben lang? Nein. Wo gehe ich denn jetzt lang? Nein, geht nicht. Und hier unten? Auch nicht. Und hier lang? Ja, hier müsste ich doch lang kommen, oder? Hier unten war ja nichts, nein? Ne, hier komme ich ja her. Ne, nicht zurück zu den Hunden. Geh mal hier lang. Hier müsste ich doch auch durchkommen. Ja. Hier über die Brücke. So, da war hier noch eine Lichtung. Hier, die Waldlichtung. Und hier ist auch noch eine Waldlichtung. Nee, nichts weiter. Nur Wildnis. Aber hübsch ist es hier. Okay, war hier unten noch irgendwas?
Was ist das? Oh, ein Dorf. Ah, bekomme ich vielleicht Hilfe? Endlich. Hallo? Vielleicht kann ich hier Proviant und Unterkunft bekommen. Halt! Bleib stehen, wo du bist! Das sollte mir nicht schwerfallen. Wo sollte ich sonst stehen, als da, wo ich bin? Deine schlauen Antworten können mich nicht beeindrucken. Ich erkläre dich hiermit zu meinem Gefangenen. Es wurde auch Zeit. Was? Was? Komm, komm. Ich bin dein Gefangener. Sperr mich ein. Sperr mich in eine Hütte. Es wird schon spät. Nun, worauf wartest du noch? Meine Zelle wartet. Nebenbei, was gibt's zum Abendessen? Was? Halt! Bleib stehen, wo du bist! Schon wieder diese Formulierung. Bereite dich darauf vor, die Anführerin zu treffen. Verneige dich vor Prauer. Ich fühle mich geehrt, vor euch stehen zu dürfen. Wer bist du? Ich bin Riff vom Stamm der Füchse, zu euren Diensten. Ich habe weder dich noch deine Stammesbrüder zuvor in diesen Gegenden getroffen. Mein Dorf liegt weit im Süden. Und was führt dich hierher? Ich bin auf der Suche nach einem Gegenstand, der kürzlich gestohlen wurde. Ich glaube, dass er von einem Waschbären gestohlen wurde, der nördlich von hier lebt. Und was für ein Gegenstand war es, der gestohlen wurde? Eine wundersame Kugel, bekannt als die Sturmkugel. Sie sagt das Wetter und die Jahreszeiten voraus. So ein Gegenstand wäre in der Tat sehr wertvoll. Nun gut, du darfst unser Dorf passieren. Möge der Friede mit dir sein. Mein Diener wird sich um dich kümmern. Wenn du nun bitte entschuldigst, ich werde woanders gebraucht. Folge mir. Ich zeige dir, wo du heute Nacht schlafen kannst. Deine Anführerin sieht sehr traurig aus. Sie macht sich große Sorgen um die Gesundheit ihrer Tochter Mirb. Was stimmt nicht mit ihr? Mirb war auf einem Jagdzug in den Bergen, als ein plötzlicher Sturm sie von den Füßen rissen abstürzen ließ. Ist sie schwer verletzt? Ihre Wunden waren nicht schlimm, aber die Jagdgruppe brauchte 3 Tage, um zum Dorf zurückzukehren. In dieser Zeit hatten sich die Wunden infiziert. Oh, das klingt nicht gut. Wie geht es ihr jetzt? Sie ist schwach und nicht im Delirium. Sie hält wahrscheinlich nicht mehr lange durch. Arme Prova. Mirb ist ihre einzige Tochter und die Hoffnung für unseren Stamm. Ich bin sehr dankbar für eure großzügige Gastfreundschaft. Tja, das ist ja wirklich traurig. Okay, jetzt kann ich mir erstmal hier die Zelte angucken, was? Interessante Form. Hier? Interessante Form. Kann ich da reingehen? Nein. Interessante Form. Ja, krallenförmig halt, ne? Nee. Alles das Gleiche. Aber hier, ich kann mit Proba reden. Na dann. Mal gucken, was es hier zu erfahren gibt. Oder vielleicht auch Hilfe zu kriegen gibt. Nun, Reisender, hattest du eine gute Nacht? Ja, vielen Dank. Ich würde mich gerne erkenntlich zeigen. Ich hörte, dass eure Tochter sehr krank ist. Das ist richtig. Wir hatten gehofft, dass sich ihr Zustand verbessert. Aber diese Hoffnung verblasst von Tag zu Tag. Dürfte ich wohl ihre Wunden untersuchen? Bist du ein Heiler? Nein, aber auf meinen Reisen treffe ich viele brauchbare Leute. Wenn einer von ihnen Hilfe leisten kann, dann werde ich alles tun, was in meiner Macht steht, um eurer Tochter zu helfen. Wenn du irgendwie helfen kannst, dann werde ich dir ewig dankbar sein. Folge mir. Nein! Nein! Passt auf!
auf! Die Felsen stürzen! Ich falle! Helft mir! Helft mir! Dieser Zustand hält schon seit mehreren Tagen an. Das Fieber lässt sie den Unfall immer wieder erleben. Ich fürchte, dass sie nicht mehr lange durchhält. Dann werde ich mich beeilen. Oh Mann. Ich verspreche, dass ich alles tun werde, um eine Lösung zu finden. Gib die Hoffnung nicht auf. Das bisschen Hoffnung, das ich noch hatte, lebt durch dich wieder auf. Viel Glück, Riff. Da kann ich denn nochmal mit ihr reden? Hilft mir! Hilft mir! Mir ist so heiß! Ich brenne! Brenne! Halte durch, mein Liebling. Du musst durchhalten. Gott, die Arme. Nur eine normale Urne. Ich brauche irgendwas zum Fieber senken. Da. Wasserhaut. Diese Katzen sind bestimmt hervorragende Jäger. Da ist nichts Besonderes dran. Tja. Hübsche Perlen, was? Ja. Brauer. Riff, du bist hier. Welche Neuigkeiten hast du für mich? Ach, noch keine. Ich fürchte nichts Gutes. Ich konnte kein Gegenmittel für den Zustand eurer Tochter finden. Oh weh, dann ist alles verloren. Du warst unsere letzte Chance. Ich komme wieder, sobald ich ein Gegenmittel habe. Nee, okay. Alles klar, dann gehe ich mal auf die Suche. Tja, ein Gegenmittel. Irgendwas, was das Fieber senken kann. Ja, okay. Dann gehe ich mal hier weiter. Hier ist noch eine Waldlichtung. Ist da noch was? Oh, wer ist das denn? Kailas Honigfuß. Hallöchen. Zum Teufel mit diesen Schuhen. Schlechtes Material. Das ist eine Krankheit deiner Gesellschaft. Was wollt ihr? Wer bist du? Ich bin Riff vom Stamm der Füchse. Kailas Honigfuß ist mein Name. Der Handel ist mein Lebensunterhalt. Ich suche einen alten Freund. Einen Waschbären. Vielleicht hast du ihn gesehen? Einen Waschbären? Lass mich überlegen. Nein, ich bin in letzter Zeit keinem Waschbären begegnet. Aber wenn ich einen treffe, dann werde ich ihm sagen, dass du nach ihm suchst. Ich würde gern sehen, was du anzubieten hast. Also gut, was brauchst du? Tja, ich weiß nicht. Nadel und Faden, Stoff, ein Schal, kaufe etwas Schnur. Tja, ich weiß auch nicht. Eigentlich nichts. Ich sehe hier nichts, was ich brauche. Nicht? Vielleicht beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Freund Kailas. Gute Reise, mein Freund. Okay. Ja, Kailas Honigfuß, der Händler. Gut zu wissen, der ist hier in der Wildnis. Okay, dann ziehe ich mal weiter hier.